Es war oft eine fantastische Welt, in die wir als Kinder durch unsere Märchen und Bilderbücher eingeführt wurden. Es mutet nicht weniger fantastisch an, wenn wir heute Zeichnungen oder Stiche von uns fremden Pflanzen und Lebewesen der Urzeit sehen. Lebewesen, die vor Jahrtausenden auf unserem Planeten existierten. Überdimensionierte Bäume und Tiere, die es längst nicht mehr gibt. Ich hätte bis vor wenigen Wochen nicht geglaubt, dass es möglich sein könnte, solche Pflanzen und Tiere aus Vorzeiten in unsere Wirklichkeit heute zu holen. Herbitzwil bei Solothurn in der Schweiz, ein Fischzuchtbetrieb. In einem der Fischzuchtbecken die aus der Behandlung im elektrostatischen Feld hervorgegangenen Tiere, in einem anderen Becken die unbehandelten, normalen Forellen. Gleicher Ursprung, unterschiedliche Fische, der Beweis. Herkömmliche Regenbogenforellen, bekannt aus Fischgeschäft und Restaurant. 2 bis 4 Jahre alt, sie bewegen sich langsam, sind fast zahm. Gleichalte Forellen, hervorgegangen aus dem Versuch mit den statischen Elektrofeldern. Sie sind ein Drittel größer, schwerer, fleischiger, kräftiger. Der Schweizer Chemieriese Sibagaigi tut, was er kann. Er stellte die Forschung ein. Das Patent ruht jetzt in den Schubladen des Europäischen Patentamtes. Nachahmung verboten. Nach dem Geschäftsbericht ist Sibagaigi weltweit die Nummer 1 beim Pflanzenschutz, Umsatz steigend. Keine Experimente, Forelle blau, wie gehabt. Im Geschäftsbericht steht, das unternehmerische Handeln von Sibagaigi ist auf langfristige Existenzsicherung hin ausgerichtet. Von den beiden Forschern, die Sie sahen, ist einer mittlerweile pensioniert, der andere arbeitet in einer anderen Forschungsabteilung von Siba. Es liegt nur nahe zu fragen, was sagt die Firma dazu, zur Einstellung der Versuche. Wir haben vergeblich um ein Interview gebeten, heute Nachmittag aber von der Pressestelle von Sibagaigi ein Telefax erhalten. Und darin heißt es, Siba hat diese Untersuchungen inzwischen alle aufgegeben. Es sind keine weiterführenden wissenschaftlichen Arbeiten in diesem Gebiet unternommen worden, da sie sich nicht mit einem der Schwerpunktforschungsgebiete der Firma zuordnen lassen.